So, dann kann es endlich weitergehen mit Satisfactory. Ich habe mir vorhin noch ein Video angesehen und all die Neuerungen, die es gibt. Und ich bin jetzt wieder sowas von heiß aufs Spielen. Allerdings müssen wir, um die Änderungen zu erleben, hier einiges erstmal nachbauen. Hi Frank, anscheinend wohnt er jetzt bei uns. So, was machen wir als nächste Sprungflächen? Nicht unbedingt Awesome Shredder, Awesome Sink mag ich eigentlich. Oder Förderband MK2. Gott, das klingt gut. So, was wir brauchen, ist als erstes eine gesicherte Brennstoffversorgung. 194, der ist nicht angeschlossen. Stimmt. Dann würde ich ganz kurz. Habe ich nichts mehr im Inventar, das ist dämlich. Dann nehmen wir uns den, nicht den Rest hier mit. Eins. Das reicht noch nicht ganz. Müssen ein bisschen was klauen. So. Sonst funktioniert die Kettensäge nicht. Fünf Stück reicht nicht für vier. Ja. Das sollte jetzt passen. Bisschen Holz hacken. Auf die effiziente Weise natürlich. Ach, ist das wunderbar. Wir können auch da nach oben gehen. Da gibt es viel mehr Holz im näheren Umkreis. Muss man nicht so viel suchen, aber wir können ja hier ein bisschen rumgärtnern. Oh, schon wieder diese Vögel mit dem offenen Schnabel. Von hier aus können sie ihren Schnabel geschlossen halten. Haben wir ja letztes Mal schon deutlich erwähnt, dass die komplett wird aussehen. Gut, da brauche ich mich wohl als letzter beschweren, aber trotzdem. So, bisschen Holz sind gleich fertig und dann können wir was Sinnvolles machen, zum Beispiel schauen, ob unsere Fabrik eigentlich funktioniert. Wir haben letztes Mal, glaube ich, gerade noch die verstärkten Eisenplatten fertiggestellt, also auf einem Basislevel. Und ansonsten würde ich gerne noch eine Betonfabrik aufziehen. Das braucht man wirklich en masse, wie es so schön heißt. Und wir haben Steindeposits relativ in der Nähe. So, was auf jeden Fall neu ist, sind diese nützlichen Dinge, die man aus diesen Summersloops, also den Alien-Artefakten, machen kann. Und aus den Mercer-Spheres, wenn ich mich recht erinnere, gibt es hier irgendwo einen Tümpel ganz in der Nähe, wo eine Mercer-Sphere drin ist. Die würde ich dann auch gern abbauen. Die haben wir nur Eisen, interessant. Wüsste gar nicht, dass das auch so fragmentartig mal spawnt. Einmal abgebaut, ist es aber für immer weg. Schade ums Eisenerz. Na gut. Dann noch einmal hier schön die Kettensäge durchschwingen. Und irgendwo muss der Tümpel jetzt sein. Soll ich den komplett. Komplett falsch. Ne, da müsste er sein. Ansonsten müssen wir uns hochbauen. Aha, Tümpel. Tümpel gefunden. Alien-Artefakt nicht gefunden. Ich dachte, früher wäre eins hier drin gewesen. Schauen wir noch ein bisschen rum. Vielleicht versteckt sich's heute nur. Ja, hier mit den Bären. So. Nee, da ist Glocke, ne? Nö, ist ein Stein. Kommando zurück, es war nur ein harmloser Stein. Dann muss man wohl intensiver suchen. Früher war da auf jeden Fall ein Spawn. Kann auch sein, dass es an den Mods lag, die ich geladen hatte, aber. Na gut. Jetzt war da zumindest kein offensichtliches. Muss man eben weitersuchen. So. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genügend Holz, genügend Blätter. Das reicht für 15 Minuten Energie. Für was Sinnvolles. Ja, wir könnten auch theoretisch mal eine Fabrik, einen Konstruktor machen, der Blätter bekommt und das gleich in Bio, nicht in Biopaste, sondern in Biomasse verwandelt. Schauen wir mal. Ein Konstruktor mehr schadet nicht, wenn man nicht genau auf die Stromauslastung sieht. So, also hier kommt die
Taste rein. Dann können wir theoretisch kurz mal Produktion, Konstruktor, muss man ja nicht alles von Hand machen. So, wunderbar, so soll es sein. Ja, Container da einen Ausgang? Eigentlich nicht. Ich habe den Konstruktor falsch rumgesetzt, oder? Dem nicht? Warum mache ich denn sowas? Tatsache. So. Rein mit dir. Du machst Biomasche ausblättern. Und dann... Oh Gott, sieht das gerade furchtbar aus. Ein Lagercontainer natürlich. Da tun wir dann die Blätter rein. Perfekter geht hier gar nicht. So, da haben wir noch eins. Ach was. Häng mal direkt dran. Sei mal nicht zimperlich. So, dann können wir theoretisch die Blätter reintun, obwohl Holz geht wahrscheinlich besser. Ist egal. So. Und dann ist das semi-selbstversorgend. Dann macht man noch die Biomasse aus dem Holz und stopfen sie in den Container, auf das unser Stromnetzwerk mindestens für eine halbe Stunde hält. Wahrscheinlich eher weniger. Ja, aus Holz dauert das auch ordentlich lange. Ich meine, gut, das geht jetzt in 10er Schritten. Da kann ich mich eigentlich echt nicht beschweren. Vor allem aus dem Holz kommt echt, echt viel Biomasse raus. Das ist schön. Und ja, können schon wieder 600 festen Biotreibstoff machen. Beziehungsweise unser Konstruktor, der da hängt. Ja, da sollte man wahrscheinlich einen zweiten aufstellen, der wirklich die separat noch ein bisschen in Container verstaut. Ansonsten sind wir dann irgendwann ohne Treibstoff da. Naja, alles zu seiner Zeit. Programm Punkt 1 oder zumindest Ziel heute ist auf jeden Fall der Space Elevator. Strom läuft noch, oder? Klang ein bisschen nach Sicherung. Geht aus. So, hier kommt's rein. Und viel Spaß damit. Wenn wir hier sind, schauen wir nochmal nach. 36, wunderbar. Das hält ja kaum. 179, 178. Auf gut Glück vielleicht. Oh, die Beeren und die Nüsse nehmen wir mal mit, falls wir Schaden nehmen. Was ich jetzt eigentlich nicht befürchte. So. Erstmal mein ganzes Zeug wieder von mir selber klauen. Alles gut bei dir, Kollege? Boah, sieht ein bisschen aus wie mein Schniedel. Oder mein ganzes Gehänge. Nur nicht so groß. Also, Bär ist größer. Jo. Und wir brauchen 1500 Kupferdrähte. Wie sieht's denn an der Front aus? Mittelmäßig. Sehr mittelmäßig. 1000 haben wir zusammen. Ah, ist gar nicht so schlecht. Wir können natürlich, während wir hier sind, noch einen Miner hinsetzen. Meiner ist besser als deiner. Was braucht man? Was braucht man? Ein Spezialausrüstungswerkstatt. Irgendwo in den Weg. Perfekt. Dann mobiler Miner. Machen wir mal 2-3 Stück. Und dann braucht man... Also, jetzt haben wir 3 Stück. Das passt. Weg damit. Dann brauchen wir eine Werkbank. Und dann verstärkte Eisenplatten. Mindestens 2 Stück. Obwohl, wir brauchen 4. Mindestens 4. Wird zwar nicht effizient laufen, was ich hier baue, aber zumindest werden Kabelstücke rauspurzeln. Also meiner stell mal auf. Dann ein Schmelzofen. Das, was ich letztes Mal vergessen hatte und mich gewundert habe, warum denn überhaupt nichts funktioniert. Kupferbarren. Und dann bauen wir ein bisschen nach links. Sieht eh schon scheiße genug aus. Ja. Was braucht man hier? Draht. Und aus dem Draht machen wir was Schönes, nämlich Kabel. 8 Kabel fehlen. Ich werde nicht mehr. Habe ich die schon abgerissen, meine Station? Gut, das ist dämlich. Werkbank. Ich bin Kabel. Genau dieses Defizit will ich ja jetzt bekämpfen.
dass die Kabel von ganz alleine produziert werden. So, dann zweiter Versuch. Mit dem Konstruktor geht's besser. Was soll's. Und du machst Kabel und das Ganze lieferst du in einen persönlichen Lagercontainer, beziehungsweise in Storage-Container. Ja, dann nur noch Strom und dann geht wahrscheinlich die Power aus. Aber ein Problem nach dem anderen. So. Gott, sieht das scheiße aus. Ich versuche das weniger zu sagen, aber ich weiß ja nicht. Oh, und in Betrieb genommen. Wunderbar. Das wird vor sich hin arbeiten. Hoffe ich mal. Draht ist ausgewählt. Oh, das muss eigentlich passen. Ist hier keine schwere Fabrik. So. Oh, wir brauchen nur noch 16 Kabel. Dann kann man Space Elevator eigentlich so gut wie machen. Komm schon. Kommt rein. 2, 3, 4, 5. Geht hier fast im Sekundentakt nach oben. Also noch 2 Sekunden und dann haben wir's. Gut. Ich würde gerne noch ein bisschen, zumindest 10 mitnehmen, obwohl Kabel haben wir auch keine. Dann lassen wir's ein bisschen produzieren. Nehmen Holz mit, wenn es sich hier schon anbietet. Ich dachte, hier wäre auch nochmal so ein Vieh gewesen. Vielleicht haben wir dem schon auf die Fresse gehauen. Wer weiß das schon so genau? Da oben ist eine Powerschnecke. Und das habe ich gemeint, wir haben für die Kettensäge jetzt eigentlich kein Fuel mehr. Also, wir sind bei der letzten Ladung angekommen. Oh. Okay, jetzt ist leer. Da müssen wir manuell nachcraften. Oh, Quarz. Ich werde nicht mehr. Viecher! Ich werde nicht mehr. So. Ach, und die Mem können wir bauen. Da hat sich auch ein bisschen was verändert. Die sieht jetzt deutlich besser aus. Also das Forschungslabor. Das machen wir gleich. Ey! Immer langsam. Jetzt will ich aber meinen Rohquarz. Den habe ich mir erkämpft. Unknown crystalline mineral collected. This mineral is composed of the same chemical elements as quartz and may yield similar industrial functions. What? Research it in the MAM to establish classification and potential application. Also da ist definitiv ein Artefakt oder das ist so eine komische Blume. Ich weiß glaube nicht, was das Wort definitiv bedeutet. Ich glaube da hinten liegt Bauxit. Könnte aber auch Kupfer sein. Wir bauen es trotzdem ab. Dann ist es schon mal weg. Ich würde auf Bauxit wetten. Und zwar einen Dollar. Es ist Bauxit. Schon mal gefunden oder warum sagt ihr jetzt nichts dazu? Okay, dann nehmen wir einmal Nüsse in die Hand anstatt der Kettensäge. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist da nämlich ein fieseres Vieh da hinten. Aber könnten wir schaffen. Hier ist vor allem nochmal Stein. Glaubt der ist sogar rein? Nee, der ist normal. Na gut. Vielleicht haben sie hier auch... Also ich weiß, dass ein bisschen an den Reinheitsgraden der existierenden Dinger geschraubt haben. Wieso baut das Teil nicht ab? Jetzt. Jetzt ist alles richtig. So, da hinten... Was ist denn das? Ist das... Ja, Katerium. Name ist mir gerade nicht eingefallen. Aber ja, wie Katerium aus. Ja, da ist ein Artefakt und da ist so ein dämlicheres Vieh. Und das war tatsächlich, was ich gesehen habe, nur eine Pflanze. Au. Au. Schon tot? Wunderbar. Nächstes Mal ein bisschen schneller. Alien species acquired. Their weaponized plasma is most likely stored as a stable chemical substance in an organ close to their mouth.
and only turns volatile when exposed to one of the chemical elements in the air. Research the remains in the MAM to establish classification and potential countermeasures. Das mache ich auf jeden Fall. So, ich wollte, dass er ausredet, damit sie hier das neue, die neue Voiceline droppt. Und die Mercer-Sphären sehen echt, echt cool aus inzwischen. Ja, schauen wir mal. The astrobiologist Dr. D.M. Mercer was the first to recognize the presence and probable nature of these alien artifacts. These chain-melted state spheres are named in his honor. Each sphere emits a unique signal. Research it in the MAM to establish locally appropriate classification and application. Okay, das können wir machen. Das ist unreiner Kalkstein. Sowas. Wir bauen trotzdem mal den Zipfel hier ab. Komm schon. Du siehst so zerbrechlich aus, wie ich mich fühle. Dankeschön. Einmal nachtreten hat geholfen. Produktion, ne, Spezial. Weltraumlift. Wir brauchen ein bisschen Beton. Wir brauchen Eisenstangen. Und das haben wir eigentlich auf Lager. Wenn ich, obwohl die Eisenstangen haben wir gerade geleert. Ups. Lass mich mal schauen und laufen. Das klappt meistens nicht so gut. Ja, wir haben tatsächlich nur 61 Eisenstangen. Das wird nicht reichen. Naja, füllen wir mal Draht und Kabel auf und dann gehen wir Richtung Beton und dann wundern wir uns, warum unser Kraftwerk wahrscheinlich gleich schlapp macht. Unsere Kraftwerke, Mehrzahl. So, ja, 300 extra, schon mal gut. Und dann können wir, glaube ich, die Mercer-Sphäre auch gleich sicher verstauen. Die hätte ich ungern in der... im Inventar, vielleicht noch in der Gefängnisbrieftasche, also im Hintern, ganz tief drin. Will die auf jeden Fall bei einem Klippensprung nicht verlieren. Man kommt eigentlich an seine Sachen wieder ran, aber manchmal auch nicht. So, wie sieht's aus mit Schrauben? Gut. Obwohl, war man nur an Schrauben? Ja, Stangen sind voll. Und was für fette Stangen das sind. Ah, das ist fantastisch. Jetzt kann man den Space Elevator gleich bauen. Nachdem wir ein bisschen Zeug abgelegt haben. Und zwar Schnecke, Quarz, Mercer, das da, das da, das da, das da. Brauche ich gerade nicht. Blätter können hier rein. Hat die Maschine ein bisschen was zu tun. Oh, 3 Stück noch. Das wird für nichts reichen. Ja, auch ein bisschen wenig. Ah, steckt mal trotzdem mal die Hälfte davon rein. Bisschen was haben wir jetzt wieder für die Kettensäge. Ja, aber wir haben Energie-Bottleneck für eine ganze Zeit noch. So, wie sieht es betonmäßig aus? Wunderbar. So viel schöner Beton. Wieso habe ich so viel Limestone im Inventar? Ins Katerium habe ich nicht abgelegt. Ja, du sollst da nicht mehr sein. Dachte, ich hätte dich schon mal abgebaut. So, gleich Space Elevator hinsetzen. Nur kurz noch Katerium abwerfen. Und nicht hier drin. So. Katerium. Eisenerz. Bauxit. Oh, was soll's? Stein kommt auch rein. Na gut, Space Elevator, los geht's. Ich liebe es, den zu bauen. Machen wir es da oben, dann hat er ein bisschen Platz. Wir werden ihn nochmal abreißen und gescheit auf Foundations platzieren. Nochmal Katerium? Boah, sieht danach aus. So, dann bauen wir den erstmal hier hin. Obwohl... Oh, ist eigentlich egal. Konsole in meine Richtung. Der wird doch eine Konsole haben. Ja, da ist die Konsole. Ah, was soll's. Mach mal hier auf die freie Fläche. Ich weiß, ich reiß ihn eh nochmal ab, aber trotzdem. So, Konsole vor mich. Vor mich, vor mich, vor mich. Hallo? Wie viel Umdrehung brauche ich, um einmal rumzukommen? Da ist er. Jetzt sieht, wie die Ressourcen fliegen. Ach, das ist herrlich.
Dauert auch ein bisschen. Ja, das ist mein mitunter die liebste Animation, die ich in dem Spiel hier habe, das Ding zu bauen. Von oben kommt dann eine Antenne runter, beziehungsweise der Liftteil. Dann wird der noch da eingehängt. Ja, er fährt runter. Da ist er. Ach, ist das cool. Das ist einfach so cool. Dann muss das noch passend eingehängt werden. Und dann haben wir einen Weltraumlift. Noch nicht fertig. Jetzt gleich fertig. Aha. Wunderbar. Project Assembly initialized. Congratulations, Pioneer. The Space Dankeschön. Elevator will now automatically connect with the Project Assembly orbital platform. Project Assembly is divided into phases, each of which require the delivery of project parts, such as smart plating, via the space elevator. Subsequent phases unlock access to new tiers with more advanced technologies to construct, automate, explore and exploit. It is time to be honest. This project is part of the Save the Day program, the largest united undertaking in human history, destined to save us all. Earth is in peril and only Fixit pioneers offer hope for survival. Fixit is counting on you. Humanity is counting on you. Do not let Fixit down. Ich stelle mich doch gut an. Interessant. Also komplette neue Dialoge bzw. Monologe von Ada. Gibt jetzt ja sowas wie eine Story. Richtig gut. Richtig gut haben sie das gemacht. Ja, Smart Plating. Intelligente Beschichtung. Die ist relativ teuer zum Herstellen. Lasst mich erstmal mit der Kettensäge hier noch ein bisschen Unkraut vernichten. Weiß gar nicht, warum die Menschheit ausstirbt. Weg mit den Bäumen. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir von diesen verbesserten Teilen haben. Kann nicht sortieren alles nehmen. Was sortiere ich das Zeug denn? Schrauben nehme ich auf. Kann man nie genug mit sich führen. Ein paar Platten noch. So. Das ist relativ ineffizient hier. Deswegen sollte da auch nicht so viel rauspurzeln. Aber schon 83 Stück, das ist nicht schlecht. Wir haben 200 Beton übrig. Wir haben 300 Platten übrig. Wir können den Meilenstein bzw. den Ding, doch, heißt Meilenstein. Gut, können wir mal abschicken. Nicht ganz. Nicht ganz. 50 von den Dingern. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Eisenstangen. Hatten wir da nicht noch ein bisschen extra Produktion? Nicht hier drin, aber ich wollte mal nachsehen, wie das läuft. Die Schnecke scheint mich auch seit, ja, seitdem wir hier gelandet sind an. Die sammeln wir jetzt auch ein. Ja. Ich glaube, die blauen sind die zweitbesten. Es gibt noch lilane, die dann die besten sind. Ich glaube, die gelben sind die schlechtesten. Kann aber auch umgekehrt sein, also dass ich gelb und blau vertauscht habe. Weil jetzt, bis jetzt habe ich nur blaue gefunden. Ja, dann werden die gelben wahrscheinlich besser sein. So, die nehme ich wieder mit. Und dann schauen wir mal, ob wir hier genügend Eisenstangen inzwischen haben. Ich schätze, es fehlen immer noch ein paar, aber oh, nicht mehr so viele. Oh. Aber doch mehr, als mir lieb ist. Achso, was wir dann in der Zwischenzeit bauen können, ist die MAM. Die können wir uns leisten. Ganz gern in die Nähe vom Hub, der schon ein bisschen darunter leidet, wie ich gerade die Anfangsfabriken bau. Nichtsdestotrotz, da ist sie nicht schön. Außerirdische Megafauna. Stecherforschung, ja, ja.
Keilerforschung. Das kann man doch direkt absenden. Forschung starten. 3 Sekunden dauert es. Wunderbar. The remains researched belong to an organism now dubbed the fluffy-tailed hog. It has many characteristics that would likely classify it among the Suidae family were it native to Earth. Hog remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration. So, ganz coole Sachen haben wir. Wir haben da unten bioorganische Eigenschaften, wo wir Alien-DNA-Kapseln und Biomasse kriegen, also wahrscheinlich ein Biomasse-Rezept. Ansonsten haben wir hier einen Protein-Inhalator, der uns heilt. Ja, und Basic-Waffe, ein Handslot mehr, mehr Inventar, Kappa und Gegner-Skin, also gar nicht so schlecht. Sam-Ohr-Analyse, Sam-Ohr haben wir noch nicht gefunden. An die Mercer-Sphäre können wir analysieren. Dann macht man das doch. Wenn wir die eine schon haben, dann können wir es auch machen. Oder lohnt sich was anderes? Wie lange dauert das? 3 Sekunden. Das kriegt man hin. Dimensionales Depot. Analysis completed. Established local planetary signature of Massage 2, AB, B, in the local Mercer Sphere signals, allowing them to be tracked by the object scanner. Mercer Spheres can also transmit data between specific... Witness our scripture, witness our windows, have you come to defile our shrine? Sing us a song. Arguing the existence of intelligent alien life. While Fixit has figured out the method, all of the original data is still untranslatable. Das war ein bisschen gruselig. Nichtsdestotrotz müssen wir Katerium erforschen. Das dauert auch nur 3 Sekunden. Später dauert es teilweise 15 Minuten. Oh, das kann man... Nein, einer fehlt. The metal has been named Caterium after Fixit's greatest CEO, Katerina Parks. It has been added as a viable alternative to gold in industrial applications, specifically in advanced electronics due to its superconductivity, malleability and corrosion resistance. Ja, das war mir schon bewusst. So, dann müssen wir einmal Nüsse und Beeren noch in unsere Mäm stecken. So, ja, forsche. Warten, bis er ausgelabert hat. This fruit, dubbed the paleberry due to its tendency to stay light in color even when ripe, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Wunderbar, further research Dankeschön. Is available. Oh, die Pilze sehen anders aus. Speckpilz. Das ist mir auch ein guter Nickname für mich gewesen. So, was sind die Nüsse? This fruit, dubbed the barrel nut after its distinctive color, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. Sehr gut. Da müssen wir erst Pilze finden. Zum Glück weiß ich schon, wo wir die herbekommen. Schnecken können wir analysieren, Rohquarz und Schwefel auch. Ja, gut. Und dann sollten mehr als genügend Eisenstangen fertig sein. Also erstmal Schwefel. Wir kommen dann Dynamit. This unknown chemical element was in reality an unusual mixture of solid sulfide and sulfate materials from which sulfur can be extracted. Sulfur's primary use lies in fertilizers, which we have no use for. Instead, this element enables access to more volatile obstacle clearing and pioneer defending tools. Oh ja, obstacle clearing, defending, lethal defensive explosives. Wer kennt sie nicht? So, Quarz. Und als letztes steckt man eine Energieschnecke rein. The crystalline mineral was a previously unknown variation of quartz, with uniquely large and flawless crystals, normally only found in synthetic quartz. The industrial application of this mineral will follow that of its synthetic counterpart, specifically in communication and exploration technologies. Ja, Quarz halt, kennt man. Und dann rein mit der Schnecke, ob sie will oder nicht.
This semi-slug, now dubbed Power Slug, is early in its life cycle and has retained only part of its potential energy storage capacity, giving it its blue color. Power slugs are capable of extracting latent energy from their surroundings, including through a form of photosynthesis, and preserve it in their porous semi-crystalline shell over their lifetime. This explains why they rarely move after having found a suitable location. Deswegen sind die immer am selben Ort. Jetzt wissen wir es endlich. So, wir hätten genügend Teile. Lasst mich noch kurz die Biomasse hier verarbeiten. Beziehungsweise das Holz. Keilerprotein könnten wir machen. Energiefragment müssen wir sogar machen. Erst dann können wir übertakten. Da hatten wir die nötigen Ressourcen aber auch. Gleich ist Holz fertig. Gleich ist Holz fertig. Jo, ein Hammer übrig. Oh, ich weiß, was wir mit dem machen. Die Klospülung funktioniert. Ein Holzstück. Und wie flasche ich das? Hey! Ja! Bestes Spiel aller Zeiten. So, ein Stück Holz runtergespült. Macht es nicht daheim nach, Kinder. So, Logistik MK2. Milestone reached. Fixit would like to remind you of your contractual obligation towards efficiency. Recreational use of belts and lifts does not count towards work hours and will put you on the list. Hey, stay efficient. Ich benutze meine Belts, wie ich sie will. Ja, ja, bleib effizient am Arsch. So, Energie schnicken, Übertaktung erforschen. Auch nur 3 Sekunden. Und wo steckt man das jetzt rein? Overclocking development completed. Power shards can now be inserted into all buildings to increase input and output speed. Underclocking is also possible. Note, power consumption of overclocked buildings increases exponentially. Ja, das wissen wir. Theoretisch, okay, der Kollege hat keins mehr. Theoretisch könnte man eine Powerschnecke hier reintun. Wie viel macht er dann? Verbraucht natürlich deutlich mehr, produziert aber 15 Megawatt mehr. So. Mach mal den mal an. Steck mal das Zeug rein. Okay, ein bisschen was wird ja angestaut. Dann würde ich sagen, als erstes übertakt mal das. 15 Megawatt mehr. Zum deutlich größeren Brennstoffverbrauch. Lohnt sich, glaube ich, trotzdem am Anfang. Betonfabrik sieht gut aus. Wird gleich gern noch neue bauen. Habe ich ja schon angedroht. Wird aber auch unbedingt Zeit, dass wir Blaupausen bekommen. Dann können wir nämlich kleine Fabrikmodule bauen und dann nur noch die zusammenstecken. Und dann läuft alles. Das ist overclockt und hat jetzt auch eine andere Farbe. Weiß nicht, ob das neu ist. Finde es auf jeden Fall gut, dass man es von außen sieht. So, in 4 Minuten ist der Pott wieder da. Dann können wir trotzdem schon mal schauen, was wir denn machen wollen. Smart Plating, glaub, Rotoren und diese verstärkte Eisenplatten. Ich finde mein Hub nicht mehr. Ja, ja. Mensch, ist das schön. Schön beschissen voll hier schon. Sprungfläche und Ressourcenprogramm. Die haben es aber nicht so eilig. Smart Plating können wir natürlich nur in der Foundry machen. Im Fabrikator. Ja, ein Rotor, eine verstärkte Eisenplatte. Da machen wir, glaube ich, eine Fabrik für. Am besten oben dann. So. Wir fangen mal an mit Basic Fundamenten. Wir suchen uns hier den relativ höchsten Ort und dann betonieren wir alles ein. Also klar nicht hoch auf die Schräge, aber einmal platziert ist alles im selben Layout. Ich würde sagen, das passt. Dann kommen wir nämlich ohne Probleme hier überall rüber.
Da sollte es trotzdem einfach reinsnappen. Kann ich jetzt Hologramm drehen, Baumodus wechseln, Gebäude auswählen? Ich dachte, ich könnte mehrere auf einmal bauen. Ich weiß nicht, ob das ein Mod war. Wirkt ein bisschen so. Oder ich finde die Taste nicht. Lass mal sehen. Baumodus wechseln. Vielleicht. Ja! So soll das. Warum kosten die jetzt auch Eisen? Haben vielleicht immer schon Eisen gekostet. Ja, aber teuer. Genau, die Idee ist halt, dass wir die ganzen Fabriken gescheit bauen auf diesen Foundations. Es hat keinen Wert gehabt ohne genügend Beton. Jetzt können wir mal so langsam anfangen zu planen und diese furchtbare, das furchtbare Grünzeug unter uns zu vergraben. Das geht ja gar nicht. So. Nur mal, dass man eine ungefähre Ahnung hat. Clipping mag ich nicht, das heißt, das ist gerade noch okay mit dem Gras. Wird mir aber tatsächlich überlegen, dass wir hier dann eine neue Stufe oder so machen oder dann eben mit der Ebene da oben verbinden. Das kriegt man dann alles raus. Ein Glück haben wir so viel Beton. Nur keine wertvollen Ressourcen überbauen, aber hier ist es eigentlich relativ unkritisch. So, dann machen wir das Gestrüpp noch weg. Dann haben wir hier auch kein Clipping mehr. Also ich habe alles reingesteckt, was ich hatte. Ja, ja, das passiert, wenn man nicht nachdenkt. So, die 31 gehören mir, niemandem sonst. Können wir hier weiter ein bisschen abholzen. Boah, dafür hat es sich nicht gelohnt. Ich habe es trotzdem gemacht. So, ich will ja eine neue Betonfabrik. Die machen wir gleich. Na, sprich nur mal hier noch ein bisschen Fundamente planen. Also wir haben dann später auch Grünzeug, aber halt nur in gewissen Grenzen. Und unter uns kann man dann ein bisschen Spaghetti-Code haben. An, wo es hinpasst, halt an Ressourcendingern. Aber normalerweise kriegt man die auch gut hochgeleitet. Nur mal, dass wir so ein Basic-Rahmen-Ding haben. Ja, ihr seid wieder da. Respawnt ihr? Ja, aber nun. Der Tod ist tot in dem Spiel. Vielleicht brauchen wir so viel Biomasse jetzt. Komm her. Lass sie mal streicheln. Dankeschön. So, das Gestrüpp lassen wir da stehen. Und ja, ich weiß, das sieht jetzt noch nach nichts aus. Dafür brauchen wir halt mehr Beton, dass das nach was aussieht. Aber die Grundlage gefällt mir schon mal. Haben eine gute Ebene erwischt. Mal schauen, wie viel können wir noch. Ach ja. Ein bisschen was geht wohl noch. Dann müssen wir irgendwann den Hub neu setzen. Das können wir auch gern da machen. Das können wir aber auch hier machen. Ist letzten Endes egal. So, machen wir noch ein paar hin. Nee, irgendwie mehr Snapping. Das mein nicht auf Snapchat. So. Das sieht gut aus. 47 von den Teilen. Dann machen wir jetzt eine Betonfabrik. Bevor ich es komplett vergesse. Ich glaube, wir dürften sogar alles haben. Schmelzofen, Miner, Konstruktor können wir uns alles massig leisten. Da müsste irgendwo in die Richtung der nächste Steinhaufen sein. Okay, damit wir hier das bisschen einfacher haben am Anfang mal. Auch Hochrampen. Kommen wir zumindest rüber. So, Stromleitungen. Wenn wir mal so ein Äquivalent von Straßen haben, wenn ich Straßen baue, dann sollte das ungefähr so aussehen.
wir müssen uns jetzt nicht verkünsteln. Ah, da ist ja noch Katerium, das ist richtig. Und wichtig, uns hat genau noch ein Erz gefehlt. Und das wird das sein. So. Danach können wir wieder in die MEM stecken und kriegen dafür Katerium-Ingots. So, lass mal kurz nach dem Stein scannen. 139 Meter in die Richtung. Jo, sehe ich's auch schon. Das müsste dann aber reiner sein, also purer Stein. Nicht so Fake-Stein wie das andere. So, stell mal einer hier hin. Nee, auch unrein. Na gut. Habe mich geirrt. Meiner. Oh, so reicht erstmal. Dann, da unrein ist, bringt uns das Ganze nichts. Dann können wir nur einen Konstruktor beauftragen. 15 pro Minute, 45 Kalkstein und nur 30 kommen raus. Oh. Was willst du machen? Dann mach mal gleich noch eine Betonfabrik. Wichtigste Ressource. Wieso bist du nicht an? Mit der Kettensäge hantieren. Habe ich es etwa unten nicht verbunden? Bin ich wirklich so blöd? Okay. Die Antwort ist vermutlich. Dann machen wir aber noch einen Lagercontainer. Ja. So, dann braucht man hier nicht zurückkehren. Wir gehen einfach mal davon aus, dass das alles funktioniert. Und irgendwann holen wir ja das Produzierte ab. Dann sehen wir, ob es geklappt hat. Nicht die beste Strategie, aber eine schnelle Strategie. Finde ich wir, dass ich gerade unten vergessen habe, das überhaupt anzuschließen. Obwohl das ein bisschen... Jetzt soll es an sein. Mehr angeht ja nicht. Vielleicht können wir aus der Ferne erspähen, es ist gelb. Okay. Und grün. Es heißt, es funktioniert. Dann greifen wir da hinten Strom ab und gehen zum Steinhaufen. Dazu den Steinhaufen, den wir vorhin da gesehen haben. Und dann machen wir nach der nächsten Betonfabrik macht man eine Smart Plating Fabrik. Und die Bäume köpfe ich davor noch. Genau so wie hier das Gestrüpp. Oh, da ist natürlich auch eine Powerschnecke oben drauf. Könnte man gleich das nächste Gebäude eigentlich übertakten. Entweder nochmal Strom. Weil es wirklich viel natürliche Ressourcen kostet. Oh. Ja, damit. Komm schon. Komm schon, Schneckchen. Oh, scheiße. Wo bist du? Da bist du. Ah! Ich hab ein bisschen gezwickt. Jetzt lauf doch nicht so elendig weit weg. Dankeschön. Greif halt nicht an, wenn du nichts aushalten kannst, einzustecken. Wenn ich jetzt hier einfach versuche, das abzubauen, kommt die Schnecke zu mir? Nein. Sie bleibt weiter in der Luft. Das sind echt magische Schnecken. So, irgendwo. Hier sind Höhleneingänge. Da ist meine gelbe Powerschnecke. Meine Höhleneingänge sind erst da hinten. Aber wir haben ja keine Krabbelviecher, wenn die Einstellung funktioniert hat. Worüber ich nicht undankbar bin. Deswegen habe ich es überhaupt eingestellt. So. Oh ja, das geht. Braucht man noch Draht oder Kabel? Oh. Wenn wir schon hier sind, wird es nicht schaden. Passt. Legen wir mal 200 zurück. Wir haben 500 im Inventar.
Und ein Stapelkabel, bitte. Ach, schön. Schön, wenn man Sachen automatisieren kann. Vor 2 Stunden sah das hier noch ganz anders aus. Musste ich alles von Hand craften. So, ich habe vergessen, Strom mitzunehmen. Muss ich wieder gut machen. Da zweig mal ab. So. Irgendwie da hinten ist es. Sind das 2 Steinhaufen? Weil dann können wir gleich... Ja, sind 2. Da ist einer. Da ist einer. Perfekt für Beton. Na, dann brauche ich wahrscheinlich einen anderen Mini-Miner nochmal. So. Ungültige Platzierung. Vielleicht, weil da nochmal so ein Fragment drauf ist. Die muss man natürlich zuerst abbauen. Komm schon. Wunderbar. Ja. Ich habe nur noch einen portablen Miner. So, das ist normal. Das heißt, du spuckst 60 pro Minute raus. Dann mach mal kurz ein Equipment Workshop. Ah. Oh. Okay. Kommando zurück. Ohne Eisenplatten wird das nix. Echt alle Eisenplatten verballert. Da ist so eine Summer Slope. Die müssen wir eigentlich holen, aber wir haben kaum Eisenplatten. Ja. Brauchen wir mehr Eisenplatten. Ne. Gut, dass wir zurückgehen. Wir haben keinen Strom mehr. Hier noch ein bisschen was mit. Hier noch ein bisschen was mit. Aus dem Holz wieder schön Biomasse herstellen. So. Waldarbeit. Wunderbar, dann zurück mit uns. Weil wenn wir nicht produzieren, sind wir sowas von ineffizient. Macht irgendwo ja auch Sinn. Und dann, nachdem wir Smart Plating gebaut haben, wäre wahrscheinlich sinnvoll, ein gescheites Anfangskraftwerk zu bauen. Sonst renne ich wirklich demnächst alle 5 Minuten zurück und stopf Zeug nach. Erstmal Eisenplatten. Ich hätte gern Eisenplatten. Das ist mein Eisenplattencontainer. Und dann nehme ich noch die Stangen. Schrauben habe ich mir als genug. Kann der Container sogar welche wieder haben. Gut für die Inventarplätze. Sehr schön. So, welche von euch Mistkerlen hat jetzt keinen Strom? Du hast 95, du hast 96, du hast 50. Dann gibt es ja hier nicht mal mehr Mühe. Naja, ein bisschen. Du hast nix. Du bist auch der, der immer wieder ausfällt. Jetzt macht man den mal weg. Ja, das sieht gut aus. Aber das hier sieht halt nicht gut aus. So. Dann würde ich sagen, splittern wir nochmal ab. Oh, das ist jetzt ganz dämlich, was ich mache. Ist ja nur temporär. Ist ja nur temporär. Ah, kann ich gar nicht. Oh, das ist so scheiße. Dann splittet man das vielleicht doch ab. Womit will ich denn noch alles kollidieren? So. Splitter. Auch bitte mit dem anderen kompatibel sein. So. Ja. Irgendwie. Und dann können wir da noch eins hinbauen. Strom, Biomasse. Mit dem Arsch zu mir.
Und dann nochmal anschließen. So. Stimmt, das muss ich jetzt erst ein bisschen füllen und dann gehen. Und? Ja, nein, wieso ist die Kappa so niedrig? Nur 175. Dann fehlt aber irgendwie noch eins. Du machst das Richtige. Du kriegst 200 voll. Damit du läufst. Okay. Scheint irgendwie zu passen. So, euch mach mal auch voll. Ich glaube, hier lohnt sich, die Schnecken noch mal reinzumachen, weil die verbrauchen weniger. Liefern aber auch etwas weniger Strom. Hier pro Minute. Na, ist egal. Ist doch egal. Solange die Produktion wieder läuft. Und jetzt haben wir, glaube ich, genügend Zeug, um das Betonwerk hinten noch zu machen. Ausrüstungswerkstatt. Einen portablen Miner. Machen wir mal wieder 2-3 Stück. Oder seitdem die stacken, nehmen wir mal 4. Aha. Weg damit. Ein Stromnetz. Wir haben einen Verbrauch von 140. Das heißt, wir brauchen gar nicht loszugehen, ohne ein neues Ding hinzubauen. Weil sonst schließen wir es an und dann macht es wieder Buff. Ja, irgendwie so furchtbar hatte ich mir das vorgestellt. Na, Elio. Ja, ja, Treibstoff kommt, nur keine Sorge. Ja, der fühlt sich zumindest ganz gut. Blätter steckt man hier rein. Und aus Holz macht man nochmal ein bisschen manuell. Aber deswegen wird eine Fabrik auch relativ nötig sein daraus. Boah, noch 2000 können wir herstellen. Da haben wir echt ganz gut Vorarbeit geleistet. Ein Stapel Holz ist gleich schon weg. Dann Betonfabrik und dann Smart Plating Fabrik. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Und das wird nicht alles ins Inventar passen. So. Ein Stapel wäre theoretisch noch gegangen. Dann stecken wir es erstmal hier rein. So. Dann habe ich gesehen, ich habe Schwefel zur Hand, brauche ich nicht. Katerium brauchen wir. Dann können wir das direkt erforschen. Katerium. Das ist noch nicht, das ist da. Yay. Research completed. Katerium ingot recipe unlocked. New Katerium research available.